Gott sei Dank, ja, wir sind irgendwo falsch gelaufen, glaube ich. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe eine Spritze. Bist du denn Spritze? Ich bin unten. Ach so. So. Ja, guck mal hier hoch. Hier oben ist, glaube ich, sicherer. Ach, da ist der Knast. Aha. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich gehe gerade Treppe. Wo du lang gelaufen bist, bei dem Supermarkt, dann rechts hoch. Dahinter. Was ist das? Hinten raus. Also. Oh. Pipe Branch. Nein, brauche ich nicht. Warte, ich laufe hier. Ja, ich bin das. Ich laufe hinterher. Wo? Achso, ist doch hier oben, oder nicht? Nee, nee. Das hier oben ist noch mal ein anderes Gebäude. Okay, da kann man doch wenigstens mal gucken von da aus. Na, ja, aber hier ist nichts zu tun. Machst du gerade irgendwas, oder? Ich hoppel hier gerade nach vorne. Warte mal, das muss hier irgendwo hin. Ich hab gerade irgendwas gehört. Hallo? Oh, hallo! Yeah. Verdammt, das hat nicht funktioniert, warum nicht? Du kannst doch nicht einfach wegrennen, wenn ich dich fesseln will. Nein, bitte. Nee, wirklich? Warte mal, das muss ja ganz in der Nähe sein, weil hier ist die Schule und der Knast. Wo bist du denn hin? Du bist eben verschwunden, Junge. Nee, ich seh dich doch hier. Ach so, was? Das ist Känguru, ja. Nee, ich hab auch Schlüssel gefunden, muss ich dazu sagen. It's Vex, yo, move it in the handcuffs, here fell off. Och, Manno. Wieso bin ich denn so verballert? Okay, würde ich sagen, lass mal weitergehen. Nee, nee, warte mal. Also, wo ist denn der Rest? Ja, der sucht uns noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier beim Knast sind. Es ist ein grünes. Ja, ein grünes Gebäude, herzlichen Glückwunsch, aber vorne ein Fenster hat ein Gitter dran. Ja, das ist schlecht zu beschreiben, diese lauter Gebäude. Ja, können wir nicht reinschauen. Wenn du reinkommst, sind zwei Etagen. Jo, das ist wie auf dem Flughafen, da steht genauso ein Gebäude, baugleich. Mit quasi. Ach hier, Jan, ich hab's. Ja. Ich komme gleich wieder zu dir. Mit quasi so Betten drin. Jo. Habt ihr Munition und sowas gefunden? Naja, für einen Revolver glaube ich nicht, oder? Oder haben wir nee, auch. Nee. Naja, ich hab den Revolver mitgenommen. Ja, aber keine Munition dafür, oder? Nee, ich bin's. Gut, ich klick hier auf den Boden und warte. Wir waren der vierte, gut. Ja, ich hab noch Handschellen mit Schlüssel gefunden, muss ich dazu sagen. Ja, klar, und gleich war's probiert. Achso, ich hab gar nicht unter den Betten geguckt, fällt mir gerade so ein. Ich guck hier gerade so dir. Wurde auf jeden Fall schon gelootet. Hier liegt was. Ja, wir haben hier gerade gelootet. Also wenn hier noch mal... So auch die anderen Sachen. Gauges lag Munition, also wieder für die Pumpgun. Ja, das, wenn wir die hätten, hätten wir für der mit der Wille ordentlich Munition. Oh, sieht da auch eine Brille unter dem Bett oder was ist das? Ah, ne. Moment, hier liegt noch was. Ein Energy Drink. Ja, der mit 0% hat der. Okay. Nee, Soda. Wer hat jetzt noch keine Pistole? Na, Jan. Ich hab eine Pistole in meinem eingepackt, ja. Aber keine Muni, glaube ich. Okay, Wex, du hast doch schon. Du hast den Revolver jetzt. Ja, ich brauche. Okay. Tja, dann müssen wir wohl zum Airfield. Ja, das sieht witzig aus, wie du mit deiner nicht vorhandenen Waffe in der Hand rumrennst. Scheiße, ich mach mir ein bisschen Munition, ey. Ein Halfter hat's ja auch nicht, ne? Nee. Und du keine Weste und sonst was. Moment, am besten. Ha, aber jemand hat die athletischen Schuhe vergessen. Hihi, voll Idioten. Okay, was heißt denn vergessen? Ich hab die gerade durch Militärstiefel ausgetauscht, weil ich die hübscher fand. Die Athlete. Weil ich die hübscher fand. Oh, nicht schlecht. Ja, haben die athletischen Schuhe noch irgendwelche Vorteile? Wo bist du denn? Na, unten raus wieder. Ich bin hier, stehe draußen vor der Tür. Achso, okay. Hier hinten. Ich bin schon draußen auf der Straße und wieder weiter. Ich bin voll hinten dran die ganze Zeit, weißt du? Dabei denke ich, ich bin hier voll der. Aber dann bin ich ja gar nicht. Und irgendwie dann, ja. Ich finde es immer schade, dass sie Wex sich nicht hat handkaffen lassen. Ja, klar. Die Schule hast du schon gecheckt, ne? Ja? Welche Schule? Was? Hast du die Schule schon gecheckt? Welche Schule? What's hier ist? Nicht, dass ich wüsste. Scheinbar nicht. Offensichtlich da, nicht. Da vorne müsste. Das ist ja, dass der Ort hier Dreisende-Gebäude hat, wusste ich gar nicht. Was hat der? Dass der Ort hier Dreisende-Gebäude hat. Also dreimal so eine Abschnitte mit Supermärkten und Zeug und generell überhaupt dieses Hochhausgebiet hier. Mhm. Oh, gibt, dieses Spiel. Das gibt's ja auf meiner 8 Frames habe ich jetzt. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich hab 23 gerade. Ich überlege mir gerade, ob es vielleicht besser wäre, das Spiel mit einem Bildschirm zu spielen, ob das vielleicht Punkte bringt. Ach, oh, eine leere Wasserflasche. Endlich mal. Also hier cool. Draußen vor der Schule liegt auch nochmal Zeug rum. Warum liegt denn hier so viel Zeug auf dem Boden? Ach nee, das ist einfach nur. Doch. Ein Stift, nur, jawohl, damit kann ich. Ja, so schlecht. Hallo, wie wär's, wenn du durch die Tür laufen würdest? Ja, okay, gut, dann halt ich. Ich bin hier für ewig gefangen.
Okay. Ja, dann müssen wir dich, dann müssen wir wohl zur Noterschießung greifen, da hilft ja alles nichts. Habt ihr oben schon alles nachgeschaut? Ja, oben ist der. Okay. Scheiße. Ich muss ja gerade mal ein bisschen räumen, klar, Moment. Ach, ich geh da mal rüber. Selbst in den Autos haben die Dreckschweine schon nachgeschaut. Ja, das ist aber immerhin hier nicht so belebt. Na, eigentlich nicht. Naja, aber zumindest ist also, hier ist zwar leer gelootet, aber wir wissen, treffen wir hier keine Menschen. Ja. Ich habe ja mal Moment, ich muss sie wieder rausfinden. Ich habe ja mal ein großes Problem mit sozialen Kontakten. So. Alter, ich glaube oben von diesem Krankenhausturm, da brauche ich auch gar nichts zu hoffen, oder? Auf dem Dach? Nee. Da früher standen ja immer die gute Posi. Ja, früher standen hier immer oben auf dem Dach immer die guten Medizinsachen drauf. Also, oh, da war einer gerade auf hier. Was ist denn los? Ich will das Medipack aus dieser Kiste raus haben, aber diese Kiste lässt mich nicht. Aber hier wahnsinnig. Ja, so ein gelber Karton hier. Ach so. Small Protector Case. Ich krieg das pack da nicht raus. Hier liegt nur eine Pistole rum. Was? Liegt die da rum? What the fuck? Mit Magazin. Das ist bei mir eine Mütze. Ja, bei der Mütze hier, ne? Ach, da! Hab ich gesehen. Ja, da ist halt eine FNX. Aber wo liegt denn die? Ja, eine FNX. Moment, ich hab sie eingepackt. Wo lagen die? So. Ach, das ist ein Polizeiauto. Aber ohne Munition. Mit Magazin drin? Nee, Magazin ist wichtig. Munition für die FNX haben wir. Genau. Ja, das ist nichts. Shit. Hinten ist rote Schrotmunition drin. Gorsch Backshot. Was sollen wir denn mit Schrotmunition? Da gibt's nicht mal eine Waffe. Die kriegen wir nicht beschleunigt. Sind jetzt auf jeden Fall ein intelligenter Zug von den Horn. Ja, das gibt ja auch Klebeband. Sind jetzt alle wieder unten? Ja. Ja, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich bin hinten die Leiter runtergestiegen und bin jetzt auf der Vorderseite vom Krankenhaus. Beim grünen Häuschen, ne? Jo. Okay, dann lass uns weiter Richtung Ballotta. Jo. Bevor die Sonne komplett untergeht. Ach, schön. Ach ja, sehr hübsch. Wobei es halt da nicht so schön ist. Da will ich es mehr sehen. Ach, Taschenlampe, das ist. Also, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn du halbwegs gut aufgegiert bist, dass du dann halt mit Zeug auf Taschenlampe im Ballotta wartest. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, richtig. Dass du einfach nur Lampen ausschießen machst. Hervorragend. Ich hab mich mal wieder hier. Gut, ich hab zwei Schuss für die Magnum. Wir haben ein Magazin für die Pistole und wir sind vier Mann. Aber 60 Kugeln dazu. Aber 60 Kugeln für die FNX, darfst du nicht vergessen. Wo seid ihr jetzt eigentlich hin? Ich hab euch gerade. Der Sonne entgegen, oder? Ja, der Sonne entgegen. Ja, normal. Ja, ich sehe schon. Im Sonnenlicht, ha, schön. Ja, es ist recht atmosphärisch im letzten Licht des Tages. Geht man drin, so wie beim letzten Mal über diese komische. Das könnte so letztes Licht sein. Das könnte das letzte Licht sein, das wir jemals sehen werden. Wahrscheinlich also, nicht, sowieso wie ein Schwarz. Bleibt jetzt hier auf jeden Fall zusammen. Ja, so wie beim letzten Mal langsam mit Bedacht. Jetzt haben wir nicht mal eine Musi. Okay, warte mal. Erstmal ganz kurz mal gucken. Wir wissen alle einen grünen Rucksack. Wex, kannst du mal den Helm abnehmen? Ja. Weil der leuchtet zu weiß. Ich weiß nicht, meine Maske ist eigentlich auch ziemlich offensichtlich, ne? Ja, die Maske nehme ich auch ab. Boah, das sieht richtig viel von mir da rein. Okay, das sieht zumindest ein bisschen besser aus. Wir sehen aus wie so eine verdammte. Boah, die Sonne ist halt bei mir komplett blau. Wir sehen aus wie so eine Mountaineer-Gruppe oder sowas. So Leute, jetzt gehen wir erstmal ein paar Forellen fischen. Yes, ja, wir hatten eigentlich die geniale Idee gehabt, der dachte, dass das rote Klamotten unauffällig sind. In der Stadt siehst du damit stellenweise so gut wie gar nichts von dem Charakter. Ich bin eher für so grau-grünig. Ja, dazu bin ich taschengrau-grün. Ja, die Military Cargo Pants hätte ich ja gerne noch, weil ich habe nämlich nur eine Jeans. Der Hoodie hat ja auch nicht so unendlich viel Platz. Oh, wie der genau wieder durch die Bäume läuft, zack, mitten durch. Geil, ne? Ja, aber Busch kriegt er nicht hin. Das ist zu viel für ihn. Ich halte diesen Busch nicht aus. Ja, wenn jetzt irgendjemand von der Seite und wie sieht der hier gerade durch Zufall, na wohl, wird sie hier hocken. Hab ich auch keiner.
Wenn einfach 4 Headshots und wir alle wären tot. Naja, das ist aufgrund der Engine von diesem Spiel ist es mal sehr schwierig, da schnell was zu schaffen. Wir haben zumindest alle erstmal eine Waffe, mit der wir so tun können, als könnten wir drohen. Aber halt nur aus 10 Meter Entfernung, ne? Ja. Na, wo, wenn der Typ unbewaffnet ist oder seine Waffe gerade einstecken hat, da wird sich nicht trauen, die rauszuholen. Und einer von uns kann ja wirklich schießen. Oder zwei von uns sogar. Ich könnte zumindest zweimal ballern. Ja. Einmal würde ich ganz gerne für mich selbst aufheben. Falls die Zombies kommen. Ja, da gibt es ja auch tolle Videos, wie irgendwelche Leute klick, klick, klick gemacht haben und dann er sagt, ah, Moment, Hände hoch oder ich erschieße dich. Ja, ja, bei Psy Syndicate, genau. Sehr erfolgreich. Geht erstmal in die Bäume und observiert erstmal. Also nicht direkt aufs Feld laufen, sondern erstmal ruhig in die Bäume. Von daher, von da aus Ego-Perspektive und dann könnt ihr zumindest ein bisschen ganz gut gucken. Tower ist leer. Nicht. Okay. Hat gerade irgendwer nachgeladen? Wer trinkt gerade was, ne? Trinkt jemand von euch? Ich nicht. Nein. Okay. Hm. Nicht gut. Creepy. Oh, oh, ich hab Schuss gehört. Wo denn? Ich weiß nicht ganz genau, links oder rechts von uns. Aber ich glaube, es war links. Oder waren das nur Schritte? Hört sich manchmal Das war schon ein Schuss. Was meinst du, was es war? Pistole oder? Es war der Schuss, der Sound, der kommt, wenn man mit Darks auf den Boden schlägt. Hm. Oh, also ein Einschlaggeräusch. Ja. Nicht gut. Aufnahme. Erstmal ein bisschen den Beutel rüber oder zum Hangar? Ich würde dann erstmal zum Tower. Hangar, bei der Mauer sind wir halbwegs sicher, glaube ich. Hm. Wenn von links halt irgendwer kommt. Ach, das warte ich doch mal rüber, Jolo. Zumindest erstmal. Hat gerade irgendwer geschossen? Ich höre hier nichts, also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich habe bis jetzt noch kein Geräusch gehört. Also ich könnte schwören, ich habe was gehört. Aber wahrscheinlich werde ich mir nachher die Aufnahme anschauen und ich habe nichts gehört. Okay, bleib mal in Deckung, ich lauf mal rüber. Ja gut, so viel zu meiner Deckung. Egal. Ich liege jetzt hier im Gras, also wenn mich hier einer sieht. Ich laufe dir zu zweit rüber. Habt ihr mich im Blick? Ja. Ich laufe gerade hinterher. Okay. Warum? What the fuck? Ich bin gerade weg. Ich auch. Dreht sich gerade. Ja. Ich auch. Machen wir noch raus. Das war der sogenannte Rücksetzbug. Der ist ganz tolle Klasse. Okay. Ich kann mich gar nicht bewegen. Was jetzt? Ich kann nicht auf Escape drücken. Alt F4. What the fuck? Ja, das ist wie. Das ist ja cool. Aber hey, immerhin setz dich auf Pass. Genau. Ja, also ich meine, das ist Scherno. Das ist Nacht. Und ich kann auch meine Taschenlampe mal anmachen. So viele Leute sind hier zum Glück nicht online. Puff. Ich hab einen neuen Server. Ja, hier ist Tag. Das ist hier da, wo wir gerade von Scherno auf Richtung Puttke gelaufen sind, ist das hier. Ja. Glaube ich. Hier ist auch Nacht. Okay, ich glaube jetzt alle deutschen Server haben mittlerweile Nacht. Ja, was soll denn sowas? Ja, dann lassen wir es sein, glaube ich. Machen wir es morgen weiter. Wir können nur in der Nacht hin. Also ich meine, man sieht momentan ganz gut. Ja, bei einer Aufnahme siehst du nichts. Vielleicht sagst du, ich kann am Tag eigentlich besser. Ich weiß nicht, was meint ihr, oder wollen wir morgen nochmal? Machen wir morgen nochmal. Boah. Ja, aber ich auch sagen. Bringt so nichts. Ich sehe hier wenig. Man kann relativ sorgenfrei über die Straße laufen, aber. Ja, ich gehe jetzt hier in irgendeine Hütte rein, wo es halt sicher ist. Es ist mein Battlefield ist immer noch nicht da. Wo sind das? Na bitte, spring Hunter-Pants liegen hier auf dem Boden. Hervorragend. Was? Ich mache hier gerade mein Menü auf, nur weil ich meine Taschenlampe anmachen wollte. Dann liegen hier die guten Hosen auf dem Boden. Zack. Da war die Tür. Jan? Ja? Sag mal, diese eine Seite von hier? Ja, ist immer noch offline, ne? Achso, wann geht's wieder online? Keine Ahnung, muss mal gucken, was ich hinkriege. Also hier habe ich noch einen B-Pod gefunden in meiner Hütte. Das ist ein Top-Server, so vom Loot her. Ich bin hier gerade in der Küche. Und hier haben wir einen. Ich bin tot. Was? Nein! Mach mir keine Bange, Alter. Und hier haben wir einen anderen Spieler, O-Tot. O-Tot, düdüm.
Ja, wäre nicht das erste Mal. Ne, dann machen wir morgen weiter, oder was? Jo, würde ich sagen. Ja. Richtig heimlich hier, Mensch. Von der Schatten von dem Griff von meiner Axt, der ist irgendwie irritierend. Oh Mann.